Pinup.com ist ein sehr einfaches Pinwand-Tool, das gratis ist und nicht einmal einen Account braucht. Du wirst mit diesem Begrüßungsfilm eingeführt, wenn du das willst. Mit einem Doppelklick verschwindet das und du hast sogleich dein erstes Post-it-Zettelchen erstellt. Du kannst die Größe dieses Zettelchens verändern, indem du es an der Ecke anfasst. Mit diesem Farbroller kannst du nachträglich noch die Farbe ändern und du kannst gleich loslegen zu schreiben. Du kannst die Schrift überfahren und hier unten poppt da diese Einstellung für die Schrift noch auf. Du kannst sie zum Beispiel fett machen, du kannst da unten eine Liste einfügen und du kannst selbstverständlich auch die Schriftfarbe ändern. Wenn du den Pinsel wählst, so kannst du auch etwas zeichnen. Naja, ist jetzt nicht sehr schön geworden. Du könntest diesen Zettel in eine Checkliste umwandeln, zum Beispiel für eine Einkaufsliste oder eine To-Do-Liste. Du kannst den Zettel duplizieren oder auf eine andere Pinnwand verschieben und natürlich auch wieder löschen. Der nächste Zettel wird mit einem Doppeltipp wieder gemacht oder mit einem Klick auf das Plus. Und genauso könntest du ein Bild hineinziehen. Das ist jetzt vielleicht etwas gar groß, das mache ich etwas kleiner und kann das Bild hier unten noch beschriften. Hier oben sind allgemeine Einstellungen. Hier kannst du eine neue Pinnwand erstellen, die aktuelle löschen. Du kannst das Hintergrundbild ändern. Du kannst die Pins rastermäßig auf der Seite anordnen. Du kannst sie nach unten schieben, um wieder mehr Platz zu haben. Und die interessante Funktion ist natürlich vor allem, andere Leute zur Zusammenarbeit einzuladen. Das ist sehr einfach, du musst einfach diesen Link kopieren und beispielsweise per Mail verschicken oder die andere Person kann ihn natürlich auch abschreiben. Für die Zusammenarbeit habt ihr zusätzlich noch einen Chat, über den ihr euch über den Inhalt der Pinnwand austauschen könnt, ohne die Pinnwand selber zu verändern. Das ist manchmal noch praktisch. Und natürlich kann man den Namen der Pinnwand auch ändern und alle Pinnwände, die du erstellst, sind hier übersichtlich aufgelistet und du kannst sie in der Reihenfolge noch ändern. Du siehst also ein sehr einfaches Tool, um gemeinsam Ideen zu sammeln oder Informationen übersichtlich anzuordnen. Weitere Fragen? Da musst du allerdings ein bisschen Englisch können, kannst du dir unter Help selber beantworten. Als letztes vielleicht noch, wenn du das Tool häufiger brauchst, da lohnt es sich vielleicht, dich anzumelden, dann hast du noch etwas mehr Möglichkeiten, insbesondere hast du mehr Kontrolle, wer was auf dieser Pinnwand anstellen darf. Zwar sollte diese Pinnwand wieder erscheinen, wenn du das nächste Mal wieder auf pinup.com gehst. Zur Sicherheit empfehle ich dir aber, die Adresse der Pinnwand zu notieren. So kannst du auf jeden Fall jederzeit wieder zu deinem ursprünglichen Werk zurückkehren.